Mit Italien feierte er 2006 in Deutschland den Weltmeistertitel. Nach den Asienspielen 2019 will Marc Erlolippi seine Zelte in China abbrechen. Marc Erlolippi hat seinen Abschied als Nationaltrainer Chinas angekündigt. Ich möchte nach Hause gehen, sagte Italiens Weltmeistercoach von 2006 im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Ancho Sport. Ich habe in China einen Vertrag, der am 31. Januar 2019 endet. Ob es wahrscheinlich ist, dass ich China im Februar verlasse? Ja, erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Der 70 Jahre alte Lippi wird China noch bei der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten 5. Januar bis 1. Februar 2019 betreuen. Anschließend plant er die Rückkehr in seine italienische Heimat. Wir werden sehen, was passiert, sagte Lippi, aber es kann gut sein, dass China meine letzte Erfahrung als Trainer sein wird. Lippi hatte von 2004 bis 2006 und von 2008 bis 2010 die italienische Nationalmannschaft trainiert, anschließend wagte er den Schritt nach Asien. Von 2012 bis 2014 stand er beim chinesischen Spitzenclub Guangzhou Evergrande unter Vertrag, seit 2016 ist er für die Nationalmannschaft verantwortlich. Mehr zur italienischen Nationalmannschaft.